Hi Leute, auch in Staffel 3 geht es wieder rund. Mit großer Lust und Freude geht es ans Bauen und Planen, bis alle Züge von Stadt zu Stadt fahren. Mit Like, Abo, Kommentar wird das nächste Cube Game Adventure wieder wahr. So, herzlich willkommen zur dritten Staffel und der siebten Folge. Der Ton sollte jetzt funktionieren. Ich habe eine Probeaufnahme gemacht. Hört sich gut an. Auch mein Kopfhörer hört sich da ebenfalls gut an. Also ich wüsste nicht, was da noch gegen spricht. Lasst einen Kommentar. Lasst einen Kommentar da. So, jetzt haben wir es. Und ja, wie ihr das empfindet, Vergleich Folge 5, 6 und 7. Wäre schön, dass ich, wenn ich mal ein Feedback bekommen würde, ob der Sound jetzt passt. Und gut, wir werden uns hier mal in unsere neue Wirtschaft hier angucken. Und zwar ein Güterzug, eine BR 101, die B-Lackierung, Rot-Rot. Ja, hat ein paar Hänger hinten dran, die dann Getreide einsammeln sollen. Und das werden wir hoffentlich auch tun. Das bringen wir dann zur Lebensmittelfabrik und von dort aus verteilen wir das dann irgendwie in die Städte, die Lebensmittel benötigen. Genau. Ich glaube mal, wir werden jetzt erstmal noch kein Getreide bekommen, weil aus dem ganz einfachen Grund wir die Nahrungskette oder die Warenkette noch nicht so richtig aufgebaut haben. Da fehlen halt noch die Abnehmer, die Städte. Deswegen würde ich auch sagen, hallo Girono. Deswegen würde ich auch sagen, wir bleiben jetzt einfach erstmal hier an dem Punkt stehen, machen keine Mitfahrt, weil wäre schon schön, wenn wir hier auch Getreide bekommen. Und von daher lassen wir das mal alles so wie es ist. Lassen unsere Züge fahren, unsere drei. Die sollen hier mal schauen. Wie es hier weitergeht. Wir schauen inzwischen erst einmal, was hier unsere Linie macht, weil da haben wir ja immer noch Probleme, dass die Züge hier nicht fahren, so wie wir uns das oder wie ich mir das vorstelle. Und daher würde ich jetzt erst einmal schauen, gehen wir mal so ein bisschen auf Fehlersuche aufrüsten. Wir müssen mal gucken, Oberleitung, ob die eventuell irgendwo fehlt oder ich weiß nicht, was hier nicht passt. Zum Beispiel sieht mir der Bahnhof hier ein bisschen komisch aus, als wenn er keine Oberleitung hätte. Zumindest wird es so angezeigt. Mal gucken. Na gut, dann hat er auch keine, aber kann durchaus sein, dass der gar keine Oberleitung hat. Passiert. Ja. Würden wir einfach den Bahnhof nochmal neu setzen. Vielleicht liegt es ja auch daran, also es kann ja durchaus sein, dass wir den Bahnhof hier gebaut haben, irgendwie ohne Oberleitung. Weiß es nicht. Wir werden es jetzt herausfinden. Weisen wir mal ab und brauchen hier einfach mal was Neues hin. Wir brauchen einen Güterbahnhof. Hier Gleise hätte ich ganz gerne 300. Zack.
setzen wir den mal wieder hier hin. Also wir haben jetzt hier definitiv Oberleitung. Was sagt unsere Linie? Unsere Linie endet kurioserweise hier immer noch. Jetzt nicht mehr. Und jetzt haben wir hier auch Zweigleisigkeit. Wie schaut es hier aus? Zweigleisig durch, das passt. Also die Linie scheint jetzt erstmal zu funktionieren. Das war irgendwie der Fehler. Wäre schön, wenn es so wäre. Mal gucken, ob wir die Fehlermeldung jetzt hier noch wegbekommen. Ich werde mal kurz drehen und wieder zurückdrehen und dann solltest du eigentlich weiterfahren. Ja, das war ja einfach, wenn man das weiß. Okay, gut, also war nicht der gebogene Bahnhof schuld, sondern der Endbahnhof hier bei der Lebensmittelfabrik. Gut, dass wir das rausgefunden haben. Dann werden wir uns mal in Richtung Lebensmittelfabrik bringen und werden hier mal unsere Städte anfahren. Statt 7 lassen wir mal nach außen vor. Ups, was ist hier los? Jetzt hat Zug 16 keinen Weg elektrisch. Wahrscheinlich das gleiche, aber lasst uns hier mal noch schauen, inwiefern die Strecke zweigleisig verläuft. Doch macht es eigentlich durch den Bahnhof. Okay, dann war das vielleicht noch unten Restzipfelchen, dass er hier nicht wirklich weiter wusste. Wenn jetzt Zug 18 auch noch kommt, dann wäre das der dritte im Bunde. Und so, dann gehen wir jetzt nochmal hier, also Köln. Wir müssten von hier aus nach Köln. Los, Jungs. So, jetzt aber. So, wir müssen von der Lebensmittelfabrik nach Köln. Von Köln aus können wir Hennigsdorf einpeilen und dann auf dem Rückweg würden wir in unser Gleis einfädeln. Jetzt gleich einfädeln, weil wir würden dann hier wieder den Rückweg antreten. Cube City, ja, benötigt auch gut, aber ich bin hier oben versorgt. Zurück. Ah, ich glaube, wir bauen das an. Das gefällt mir doch wesentlich besser. Lasst uns mal beischnappen. Also, wir behalten mal die Rückfahrt im Auge, definitiv, oder die Mitfahrt, nicht die Rückfahrt. Yep. Jetzt wollen wir kein Gleis ändern. Wir möchten jetzt ein Gleis bauen, aber wir werden die Straße entfernen, dass wir hier ordnungsgemäß rüberkommen. Definitiv mit 160 minimal.
gut. Können wir mit leben. Genau. So, dann jetzt aber Parallel-Tracks, zwei Stück an der Zahl und dann geht's hier Richtung Köln. So, wir werden mal hier hinten so ein bisschen Steinbruch oder an der Kohlemine vorbei. Ja. Welt vorbei. Hier mal eine Straße, wo wir rüber müssen und dann werden wir hier auch schon in Köln sollten wir uns irgendwie nach hier hinten einfädeln. Genau, das macht so. Wunderbar. Straße kurz beiseite. Dann geht's hier ganz entspannt rüber. Hier nehmen wir eine außerstädtische. Zack. Gucken, ob wir jetzt zur Brücke ansetzen. Das funktioniert wunderbar. Da haben wir hier. Das wieder ansetzen. Das andere macht keinen Sinn. Hier geht's weiter. Parallelen Gleisbewegung. Wir werden uns mal hier so ein bisschen durch den Wald schieben. Eine ziemlich lange Strecke und eine ziemlich geschwindigkeitsintensive Strecke. Ein langes Stück. Brücken bauen. Genau. Los. So, wir sind hier immer noch. Oh, wir sind hier eingleisig inzwischen, warum auch immer. Hat uns die Brücke hier bis in die Zweigleisigkeit genommen. Ging relativ schnell wieder revidiert. So, dann sollten wir uns mal hier der Straße widmen. Mal hier unten durchziehen. So, bitteschön. Sehr schön, wenn wir hier gleich beim Straßenbau sind, zack, werden wir das dran setzen. Passt. Gut, dann lasst uns hier mal einen kleinen Weg, muss man jetzt reinlassen. Bitte. So, weiter geht's. Ja, das Kätzchen hat jemand zum Spielen mitgebracht. Eine Maus. Nicht unbedingt in der Wohnung kam.
das hinbekommen. Nice damit. Hier ist es anscheinend ein bisschen bergig, aber gut. Weiter schlimm. Gut, dann lasst uns hier reinfahren und wechseln hier das Gleis. Herstrecke einfinden, andocken. Auch immer. Ich glaube, mit Einfehlen kommen wir hier ganz gut hin. Das dann definitiv angucken. So, die Folge wird heute wahrscheinlich nicht allzu lang. Und die ist schon wieder da. Natürlich mit der Maus. Hier mitfahren. Wir werden es mal hier wieder bewegen aus dem Gleis. So. Dann setzen wir hier das Depot. Okay, geht jetzt aus, so passt das. So, damit haben wir erstmal die Strecke bis nach Heiligsdorf gebaut. Und dann geht es Heiligsdorf aus. Immer noch ein kleines Stück parallel. Dass wir hier im Prinzip Träger hinbekommen, dann biegen wir von hier aus, ja, mit einem etwas engeren Kurvenradius hier lang und wieder zurück. Ich würde mal sagen, wir kommen hier wieder auf unseren Gleis zurück. So der Plan. Genau. Gut, aber bis wir das machen, würde ich sagen, sehen wir uns definitiv für die nächste Folge auf. Wie gesagt, meine Zeit ist heute begrenzt. Wir schnappen uns hier mal unseren schönen Güterzug, den wir uns gekauft haben, mit dem wir noch eine Mitfahrt gemacht haben, was wir aber dann definitiv nachholen werden. Ich halte meine Klappe, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer XLK. Bye bye.